Und damit Hallöchen und willkommen zurück zu einem weiteren mega entspannten, aber trotzdem spannenden Match hier bei Inazuma Eleven Ultimate bei Takayamas Fußballtour. Endlich weiß ich, wie der komische Schneetyp heißt. Takayama. Kann man sich das so schön merken. Und ich bin so froh. Moment, der Kopfhörer. Ist auch schon besser. Das Ding ist so sauschwer ab und zu. Und ich bin so froh, dass das letzte Match so einigermaßen gut über die Bühne ging. Es war nicht so ein geiles Spiel, aber ich habe zumindest gewonnen und das ist ja was zählt. Und jetzt geht's wieder frisch, fromm, fröhlich, frei ans Werk mit richtig gemütlichen Matches. Und so spielen wir diesmal mit dem normalen Team hier unten weiter. Und es geht los bei Ersatz Team 4. Und ich habe schon mal reingeguckt, das Teamlevel ist ein bisschen niedrig. Das heißt, meine Theorie könnte aufgehen, dass wir diese Tour hier spielen und das hier, Jugendnationalteam A, wirklich das finale Live-Match dieser Tour wird. Bin ich sehr davon überzeugt, aber gucken wir erstmal. Gucken wir erstmal, wie es hier bei Ersatzteam 4 so läuft. Also, let's go, der Hase. Ganz normales Story-Modus-Team. So, keine Faxen machen. Alles schön chillig. Gut, lassen Sie unglaubliche Fußballtour starten. Takayama, you're the man. Oh, und es leuchtet wieder leicht rot auf. Ah, jetzt muss ich wieder das... Ach, wo habe ich denn das? Ein Moment, ich muss kurz das Netzteil suchen. Bin gleich wieder da. Ich vergesse bestimmt wieder das rauszuschneiden. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ist mir doch ein zu großes Geil. Technik, die begeistert. Boop. So, vorsichtig. Ist mir doch ein etwas zu großes Risiko immer. So. Und jetzt, Gott, wieder dieser... Ich liebe diesen Kabelsalat. 100.000 Milliarden Kabel. Und das 2019. Irgendwas läuft hier falsch. So, aber Touchpen ist ready und wir legen los. Eine kurze Ansprache von Little. Wer ist das denn? Wir sind das Ersatzteam. Lass uns ein Spielchen machen. Ah, die Ersatzspieler. Kennt ihr keine Sau, deshalb kenne ich hier nicht. Das Ersatzteam. Euer Teamname ist ja nicht besonders mitreißend. Naja, Ersatzteam 4. Ist schon, ja. Es gibt auch die Fantastic Four. Und die sind auch ganz cool. Also, ja, geht schlimmer. Hey, das war gemein, sagte Gami. Das sieht sehr seltsam aus. Bitte, Celia, sei nicht so gemein zu ihnen. Lass uns einfach nur Fußball spielen. Genau. Nicht discriminaten hier. Das machen wir schon auf dem Platz. Also, Raimon bzw. Ultimate Eleven vs. Ersatzteam 4. So, unsere Mannschaft, so wie es sich gehört. Alle auf dem Platz. Stürmer vorne, genau, Verteidiger hinten. Das ist doch schön. So soll es sein. Perfekt. Und ich bin echt... Ja, beim letzten Mal war ich kurz davor, dass ich hier diesen mache. Also von diesem Scotty auf diesen Scotty zu wechseln. Habe ich nicht gemacht, weil ich bin Ehrenmann. Ich mache so einen billigen Trick nicht.
Aber schon interessant, dass sowas gehen würde. Bei Grube ist komplett egal, da kann ich einfach irgendein Verteidiger einen Schuss Kampfgeist geben und da kann ich auch ein Tor machen. Da ist es komplett egal. Aber der Trick ist schon ein bisschen, um die Ecke gedacht. Aber diesmal bist du der mit den Schüssen. Oder? Gut, die Werte sind eh ungefähr gleich, da ist es ein bisschen besser. Das passt schon. Alles gut. So. Nichts Neues. Aber hier ist einiges neu. Nämlich alle. Ein paar sehr seltsame Gesichter sind echt dabei. Alle gucken mal an, wer da alles dabei ist. Und wenn wir einfach unten klicken, dann könnt ihr das Ganze mit Timestamp überspringen. Gott. So. Los geht's mit den Ronin. John Reynolds. War früher unzähmbar. Mittlerweile ist er aber ein disziplinierter Ninja. Das sind alles die Leute von den Hauptmannschaften, die auf der Ersatzbank sind. Sonst keine Sau kennen, das ist schon sehr interessant. So. Horace Online sieht sich erst das Spiel in all seiner Komplexität an. Online. Der ist aber nicht online. So. Mick Askley Ghost nennt sich selbst Gesichtsloser. Bekannt für ausgefallene Masken. Und ist Mick Askley eine Ausbildung auf Rick Astley? Never wanna give you up. Ich glaube eher nicht. Gail Revel ist total begeistert von Volksfesten und dreht dort richtig auf. Ja, das ist der Gesichtsausdruck, wenn man auf dem Volksfest richtig aufdreht und ja, 2 Promille hat und müde ist. Ist echt ein identisches Gesicht. So ein Gesicht kenne ich echt. So, Patrick Stiller, der Bruder von Ben Stiller. Beziehungsweise der Bruder von Ben Stiller und der zweite Sohn von... Gott, wie ist Arthur nochmal, der Schauspieler? Jerry Stiller, genau. Wusste ich auch ewig lang nicht. Als ich jetzt raus war, dachte ich mir echt... Ben Stiller ist der Sohn von Jerry Stiller. Ben Stiller kennt man von Filmen wie Nachts im Museum. Und Jerry Stiller ist Arthur von... King of Queens. Als ich herausgefunden habe, dass sie verwandt sind, dachte ich mir, boah, amazing. Und jetzt haben wir Patrick Stiller. Was ist da los? Sagt die Hirnwäsche, ermöglicht es ihm, sein wahres Selbst zu zeigen. Aha. Interessant. Jack Griddle braucht Fleisch, um erkämpft zu bleiben. Egal welches. Auch Menschenfleisch. Mhm. Oder Hühnchen. Soll ungefähr gleich schmecken. Noel Bessers macht sich für ein Spiel mit einem Nacktbad im Meer frisch. Soll ja gesund sein, aber ein bisschen eklig. Dawson Little. Allein sein Blick motiviert. Treibt sein Team ohne Worte an. Ein bisschen was sagen musst du schon. Sieht es bei dir mit den Werten aus? Eher so. Ja, alles so im normalen Bereich, sage ich mal. So 30-40 Bereich ist auch nicht zu gefährlich, aber mal gucken, wie es weitergeht. Oligami. Papieramulette ermöglichen ihm, mysteriöse Technik einzusetzen. Oh, Spinnennetz kann man dazu gelten lassen. Tor der Götter als Verteidiger. Mal was anderes. Und. Als El Capitano Sid Safehouse sorgt für die umfassende Sicherheit seiner Schutzbefohlenen. Denkt mal, der ist vom Secret Service. Sieht ganz danach aus. Und dazu haben wir Iggy Ross Icarus, Kopfballspezialist, der in der Luft aussieht wie ein Vogel im Flug. Ja, kann hingehen. So, Durstverteidigung 63. Also schon gar nicht mal so schlechter Torwart, aber guck mal, wie das Match wird. Denk mal, so ganz easy wird es nicht, aber es wird definitiv leicht für das letzte Match. Naja, gucken wir mal. Also, let's switchen. Go! Erstmal wieder ganz geschwind ein bisschen hin und her spielen. Hierher, alles gut. Noch ist alles chillig. Aber jetzt werden die. Lauf! Perfekt. Und? Oh. Wie aus dem Bilderbuch.
3 Minuten das erste Tor. Nur ewiger Eiswind. Ich denke mal, das müsste reichen. Plus 2. Ach ja, ich habe trainiert vor dem letzten Match, vor den... Boah. Übrigens, bam, right in the face, Tor. Ach, vor den Gastschülern, genau. Ich habe vor den Gastschülern ein bisschen trainiert. Unter anderem habe ich da ein paar Matches gespielt gegen den Inesuma Kids Fan Club. Und ich habe da einige Techniken hochgelevelt. Ich weiß nicht mehr, welche es genau waren. Aber es kann sein, dass einige Techniken jetzt plus 1 mehr sind als vorher. Also wenn das irgendjemand auffällt, denkt man eher nicht. So, aber bevor jemand schreit, hey, das Tor, da ist eins umgefallen. Bam, gib ihm. 2-2-2. Schnapszahl al dente. Und mir kraft heute muss schon ein kleines bisschen schneller sein. Hast du das noch nie gesehen? Okay, obwohl du Icarus bist? Naja. So, der Papiermann ist am Ball. Und Mr. Asley. Also der ist schon sehr seltsam. Das tanzt wie erstmal aus. Flamenco-Tänzer. So, der Beste sind wir hier. Sturmgletscher. Überhaupt ein bisschen zu viel TP rausgehauen. Aber naja. So, kriegt das hin. Da steht ja keiner. Jetzt steht da einer. So, ein bisschen besser positionieren. Ah. Alles gut, den habe ich. Der Tower! Stunner Shot. Very effective. So, hier. Bin schon da. Da kommst du locker vorbei. Illusion Ball. Jawohl. Ah, ein Träumchen. Und ich habe echt relativ viel TP mit Schaden. 134. Das ist schon einiges. Und jetzt wird's heiß. Aufpassen. Das wird sehr gefährlich. Todesdreieck 2. Eskalation. Wenn schon so ist, dann ein Dreifacher. Ich denke mal, ich kann schon addieren. Ich bin mal so zuversichtlich. Boom. 2, 2, 3. Denn die Zunamma wird den wahrscheinlich nicht halten. Tolles Tor! Ja. 2 zu 0 bisher. Denk mal, es wird ein geiles Match. Ich musste einfach treffen. Ich habe es jetzt noch nie gesehen. Zum zweiten Mal noch nicht. Ich denke mal, da kommen noch einige. Mindestens 3. Aber na, gucken wir erstmal. Wir müssen ja nicht zu übertreiben gleich. Eine Reihe S-Reihe wird das so oder so nicht mehr. Aber, naja. S bringt ja doppelte Erfahrungspunkte. Und da sage ich nicht nein. Und da sage ich, der Tower! Der Power ist da. Oh, die Mucke ist so geil. Geh doch ran hier. Der einfach den Ball anguckt. Absolut irre. Komm schon, Tori. Nochmal Tower. Meine Grätsch mal. Ah, schade, Confusion. Wir wollten nicht Tori komplett auspowern. Aber es gibt noch eine zweite Lady hier, die auch ganz gerne am Grätschen ist. Und? Ja. Nein, das war... Hatte keinen Fernschuss drauf? So, dachte schon. Du bist wirklich auf den Geist. Ihr seid nicht so schlecht. Wir sind einfach nur zu gut. Ihr seid nicht so schlecht, wir sind einfach nur zu gut. Das höre ich aber nicht so gerne. Ja, habe ich ihn. Reicht das noch? Ah, oh, perfekt. Okay, Eskalation. Erstmal. Sparmodus.
So, und Wolfsgeheul. Sparmodus oder auch Schwabenmodus genannt. So. Ich könnte vielleicht sogar noch ein... sehr schön. Bam, 13-0. Könnte noch mit 30 eventuell später sogar noch ein ewiger Eiswind gehen. Aber mal gucken. Wie gesagt, nicht übertreiben, einfach ja, gucken, wie es läuft. Den habe ich nicht kommen sehen. Ja, überhaupt nicht. 34,29. Das sagen wir es jetzt. Ab und zu stoppt genau bei 30 und dann geht es mal 2, 3, 4 Minuten weiter. Wir spielen klasse, Leute. Das war gar nicht gut. Naja. Stimmt, das war echt nicht gut. Und ich glaube, es wird nicht besser. Zumindest von eurer Seite. Bei meiner wird's epic. Ich muss echt nochmal zu zuspielen. Sie hat noch einen Fernschuss drauf. Oder was? War das Tobi? Glaube ich jetzt eher weniger. Ah. Check. Check die Bodenstange, komm. Eieiei, Karam beim Yamigo. Okay, der Tower. Keine Experimente machen. The Hour of Power. Aber hier gibt es ja auch. Wir kennen jetzt schon die Probleme, aber es wird normalerweise auch noch einen Fernschuss drauf. Nee. Oder war es doch nicht bei. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, hier kommt wahrscheinlich. Juckt definitiv das 14-0. Also er wird wieder addiert. Nice. 4 Tore, 2, 2, 5. Sind wir richtig? Ja, das erste Tor war ja 2, 2, 2. Genau, ich muss immer so aufpassen bei den Mantieren hier. Ich bin zwar eigentlich so ein richtiger Zahlenfan, das heißt, ich kann keine Zahl irgendwie falsch schreiben oder machen oder rechnen. Aber wenn ich mir nicht so ganz sicher bin, ist das schon... nicht so ein gutes Gefühl irgendwie. Ich habe schon gerne Kontrolle über meine Zahlen. Also ganz praktisch ist, auch vom Berufsleben her, denn ich bin in der Logistik. Und da brauche ich so viele Zahlen. Holy shit. Bestellnummern, Lieferscheinnummern, Artikelnummern, Gruppennummern, die Nummern, das Nummern. Also wer da ein, ich sag mal, Zahllegastheniker ist, der hat ein schweres Leben. Phoenix. Aber geht ja alles. So. Und dieser wunderschön brennende Feuervogel bringt uns den S-Rang. Habe ich zumindest gehört. Ich weiß sogar bestimmt. Aber ich denke, die Gerüchte, die bewahrheiten sich. Bäm. 5-0. Das ist perfekt. So, 2, 2, 6. Weiter spielen. Da, da, da. So, jetzt hat er zum fünften Mal noch nicht gesehen. Das ist unfassbar. Wie geht das? Also, Phase ist leider wieder vorbei. Leider, leider. Eiserflock. Ah, oh, das erinnert mich ein bisschen an Karaokea. Das Mädel, das auch den Eislaufblock drauf hat. Absolut epic. Könnt doch mal gucken. Aha, bei ihr war es also nicht. Oder? Ich weiß nicht so genau. Ah. Wo ist sie denn? Wo ist sie? Du bist es nicht. Da unten ist sie. Gretchen? Das lässt jetzt keine Ruhe.
Sie hat doch einen Fernschuss drauf. Oder ist das echt? Ich weiß nicht so genau. Ist im Grunde auch egal, aber trotzdem. Ich guck nach dem Match. Wenn ich das bei Tori mache, kommt nur ein normaler Schuss. Ich denke, als einer von den beiden Mädels hat den drauf. Gut abgewehrt. Seid nicht so schlecht. So, mach einen Wurf und dann ertönt gleich der magische Wand. Ich habe das immer ganz gerne mit mir am Ball. So. Das Pfeifen des Schiris. Spiel beendet. Mit mir Ballbesitz, so wie es sein soll. Gewonnen. Wir haben dominiert. Wieder mal mit 5 zu 0. Also, wir haben gewonnen. Gewonnen. Und wir haben verloren. Das ist einfach nur bitter. Bitter ist jeder in deine Frisur. 7 Torschüsse. Nice. So, ganz viele Erfahrungspunkte. Einigermaßen viele. Level up ohne Ende. Bei Vorzeit, Mark, Bobby. Ah, da sind noch die 4 von der alten Mannschaft drin. Egal. Und Kay. Und noch ganz viele andere, die sau viele Erfahrungspunkte bekommen haben. Nämlich 788. Geil. Kein Item, kein Trikot. Aber zumindest Zugang zum nächsten Match. Und dieses Match heißt, ihr seht es schon oben rechts hier stehen. Das ist das Match gegen die über Raimond B. Da hatten wir, glaube ich, 4 über Raimond. Was ist das hier irgendwo? Na nö. Haben wir gar nicht, aber über Raimond A weiß ich definitiv. Ich guck mal ganz kurz, ich habe bei meinem PC alles gespeichert. Und wenn ich hier das Wappen von Überreimann A drin habe, dann habe ich schon mal gegen Überreimann A gekämpft. Über Zeus? Nee. Ich habe nur von Über Zeus. Das heißt, Überreimann B ist doch komplett neu. Genauso wie Überreimann A. Aber da bin ich mal saugespannt. Das wird definitiv ein geiles Match. Und wie immer, oder besser gesagt, wie ihr seht, hier ganz normale Anforderungen. Keine besondere Mannschaft, einfach nur gewinne, gewinne, gewinne. Wie auf dem Rummel oder Jahrmarkt. Geil, das freut mich. So, noch helfen? Nö. Aber du kannst mir kurz das Ergebnis zeigen. Bisher sind wir schon bei 12 von 16 Matches. Ja, 12 von 16 Spielen ist schon mal nicht so schlecht. Geht noch besser, aber na ja. Bald haben wir sie alle durch. Sind nicht mehr so viele. Na, das ist dann ganz kurz gucken zur Verinnerlichung. 13, 14, 15, 16. Genau. Passt. Das heißt, es dauert nicht mehr lange, dann ist die Tour auch schon wieder vorbei. Und dann geht es wieder weiter bei der nächsten bei Inazuma 11 Go. Das ist wunderschön. So, gut. Trotzdem würde ich aber sagen, da wir schon mit 23 Minuten oder eher schon 24 Minuten schon ganz gut in der Zeit sind, würde ich mal sagen, das war's für den heutigen Part, für das heutige Match von Inazuma 11 Ultimate. Und ich freue mich schon sehr, wenn wir uns, wollte gerade sagen, morgen, wenn wir uns übermorgen wiedersehen. Denn da gibt es das nächste Match, nämlich gegenüber Raimond B. Und ja, dann würde man sagen, danke fürs Zugucken. Und nicht vergessen, immer schön, ich kann meine Abmoderation nicht mehr. Ich war so lange nicht mehr aktiv, das ist so schlimm. Wir vergessen immer im kleinen runden Ball bleiben. Bis dann. Bis übermorgen. Beim nächsten Match. Ciao.